Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie schon geplant, werde ich jetzt heute anfangen mit 240 Barbaren anzugreifen. Morgen werden es dann 240 Bogenschützen sein und darauf dann 240 Kobolde. Auf jeden Fall sind wir hier noch in der Champions League und jetzt mal gucken, wie das Ganze so wird. Ich werde natürlich meine Helden noch nehmen. Werd gucken. Oh, den lernen wir gerade noch einen, kennen wir. Oder kenne ich. Und ja, ich würde sagen, such mal gerade meinen Gegner. Übrigens, ich habe 2 Jump Spells, 2 Lightning Spells und ein Rage Spell. Und in der Klamburg habe ich, ja, Bogenschützen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, ich würde sagen, wir suchen einfach eine Base, wo so viel wie möglich draußen ist, heißt nichts hinter Mauern. Weil sonst wird die Chance relativ gering, dass wir eben gewinnen. Weil ich will ja schon gewinnen, ein bisschen Bonus und so holen. 180.000 Gold und Elixier und dann passt das nochmal auch. Jetzt die Base sieht schon besser aus, allerdings ist immer noch viel zu viel drin. Also hinter Mauern. Und da kommen wir einfach nicht rein, oder? Ja, es ist unmöglich so zu gewinnen. Gerade mit 240 Barbaren halt. Ja, die Base sieht schon besser aus. 13 Pokale. Nehmen aber nicht. Ich denke, da gibt es noch eine bessere. Gut. Jetzt wird es langsam kritisch. Weil wir keine Gegner mehr finden. 9 Pokale. 2.500 dunkles Elixier ist nicht ganz so schlecht. 8 Pokale. Gut. Ah, die dumme Queen. Habe ich relativ wenig Chancen irgendwie. Was ist das für eine Base, Alter? Also ich würde sagen, wir haben eine Base gefunden. Sollte definitiv machbar sein. Und ich würde sagen, wir droppen hier oben mal ein paar. Hier noch ein paar. Und dann ziehen wir die hier so noch. Wir müssen eigentlich immer nur die Seiten zerstören. Sieht schon mal ganz gut aus. Jo, perfekt. Setzen wir hier überall noch ein paar Barbaren hin. Dann hier an der Seite wieder mehrere. Und hier wieder welche. Gut, jetzt haben wir noch 46. Ah, oh, fuck, die Teslas. Das ist böse. Und die Klamburg-Truppen sind auch noch drin, so ein Rotz, ey. Also, wenn hier jetzt die. Wir könnten theoretisch auf 2 Sterne gehen. Müsste ich das dunkle Elixier noch irgendwie mitnehmen. Das wird nicht ganz so leicht. Aber gut, mit einem 40er Helden dürfte es eigentlich schon machbar sein. Jetzt müssen wir erstmal hier die Klamburg-Truppen noch irgendwie rauslocken. Da haben wir dann die Lightning Spurs drauf. Und dann sollte das Ganze schon passen. Sollten die ganzen Truppen nur schnell rauskommen. Ja gut, dass da jetzt Riesen drin sind, ist ziemlich ungünstig. Vielleicht können wir die Kanone noch... Ja gut, die wird kommen angehittet. Ja, jetzt greifen wir ja direkt von hier vorne an. Nicht von der Seite, weil da ist noch der Bogenschützenturm. Dann schaut man hier einen King, hier die Queen noch. Lightning Spell, Jump Spell. Ist scheißegal. Mit Elixier. Ja, doch, ich kann theoretisch noch ein paar Mauern hochmachen mit Elixier, aber das juckt mich jetzt gerade nicht. Jo, also die 50% haben wir. Nur mit Barbaren ist ziemlich schwer, 50% zu holen. Auch wenn es möglich ist, auch gegen die Scheißbase, aber ja. Brechen wir hier einen Fight ab. Der Loot, Alter, das ist brutal. Aber ein schöner Bonus mit 1200 dunkles Elixier dort noch. Und ich denke, das Ganze passt. Jo, ich denke, oder ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ja, für Barbaren jetzt würde ich kein Like geben. Aber
ja, wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall ein Like hoch. Wenn euch die Serie auch gefallen wird, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich würde jetzt für die Bogenschützen demnächst nur ein Jumpspell nehmen, weil, ja, eventuell für die Helden, aber sonst brauche ich ja eben keinen. Und ja. Gut, nochmal, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Guckt auf Instagram, Facebook, Twitch und so weiter vorbei. Der Link, oder ja, die ganzen Links in der Beschreibung, auch die Namen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder vorbeiguckt. Und bis dann.